Gedanken zum Film Everybody Wants Some. Wir haben 1980, die 70er sind gerade vorbei, schleichen sich aber noch so ein bisschen ein. Der Übergang ist da. Es geht um einen Trupp von Baseballspielern, die zusammen ins College gehen und in einem Wohnheim zusammen rumhängen, saufen, kiffen, feiern, vögeln. Los geht's. Dazed and Confused war bereits diese Metapher nach etwas zu suchen, der nächsten Party zu feiern, dem nächsten Gegenüber, gleich mit der Suche nach dem Sinn, dem Platz im Leben, Hauptsache kein Stillstand. Richard Linklater versucht oft in seinen Filmen eine Zeit einzufangen, sie darzustellen und schafft es gleichzeitig, sie zeitlos zu machen, seine eigene Nostalgie, ein Gefühl von Momenten darzustellen. Alright, alright, alright. Die Before-Reihe ist ihm passiert. Dieser in Erinnerung unwirkliche, wirkende Moment, so ein kleiner Moment, aus dem Leben und besonders dessen Gefühl zu filmen, rüberzubringen, intime Zeitzeugnisse. Beim Vögeln? School of Rock. Erster klassischer Studiofilm. Ein Film, der ihm zeigt, er kann auch im System arbeiten und funktionieren. Boyhood, der Film, dessen großer Umstand, 12 Jahre lang zu drehen. Eine Idee, die nicht zum Selbstzweck entstand und deswegen existiert, sondern weil es dieser Film brauchte, verlangte und es nicht anders erzählt werden konnte. Dieses Mal ein Gefühl von Familie, Heranwachsen, Erziehen und Zeit. Everybody Wants Some ist dieser Film, der im richtigen Moment der beste Film aller Zeiten sein kann und im schlechtesten ihn auszuschalten. Dazed and Confused war Linklaters Kritik an vielem, wurde aber nur als Coming-of-Age-Wohlfühlfilm verstanden. Everybody Wants Some ist dieser Wohlfühlfilm, dieses Stück Erinnerung, nur das gute, spaßige, positive Linklaters. Vielleicht musste dieser Film 2016 sein, seine Erinnerung wieder aufleben zu lassen und dieses Gefühl, unschlagbar zu sein, alles haben zu können, nichts ist unmöglich. Sie wirken auch wie ein Erinnerungsschnipsel in Szenen, wird eingesetzt, ohne Anfang, ohne Ende, gesprungen von einem Moment zum nächsten. In der Disco, eine Zeitlupe eines Trupps von Mädels, gleicht einer romantischen Erinnerung aus der Jugend. Alles fühlt sich leicht, unbeschwert und easy peasy an. Party, Wettkampf, Sport, Freunde, Blödsinn, Offenheit, Frauen. Alles ohne Konsequenzen, ohne Sinn, es gibt keinen Kater, es gibt keinen Ärger und wenn man aus der Disco verbannt wird wegen Blödsinnsmacherei, dann geht man einfach in die nächste Disco, auch wenn es eigentlich nicht der Favorit ist. Man ist anpassungsfähig. Bei Wikipedia steht eine Kritik aus der Zeitung Die Zeit. Sorry, die muss ich eben benennen, damit ich den nächsten Punkt ausführen kann. Zitat: Richard Linklater ist vielleicht der großartigste Hersteller kleiner Filme im amerikanischen Kino. Umso frustrierender ist der enge, lechzende Blick seines neuen Films. Es ist schamloser Hedonismus. Irgendwann gibt es eine Montage, in der hintereinander geschnitten wird, wie die Jungs Sex haben. Und Linklater verweilt eine Spur zu lange mit der Kamera auf dem nackten Arsch eines Mädchens. Zitat Ende. Gerade das ist wieder das Linklater-Schöne. In dieser Montage herrscht ein gewisser Rhythmus. Dieser wird dann unerwartet unterbrochen. Wir erwarten gefühlt den nächsten Schnitt, doch dann verweilen wir noch etwas länger auf diesem wirklich schönen Po. Danke dafür. Es ist nun mal eine Erinnerung aus der Teenie-Zeit, aus seiner Teenie-Zeit. Und sehen wir nicht den Film beginnend, eine Autofahrt und wie unser Protagonist, wie er quasi an Po's vorbeifährt? Linklater sagt uns direkt zu Anfang, was geht. Seine Erinnerung, sein Gefühl, als er ein Teenie war. Linklater kostet alles aus. Wir sitzen zusammen im Auto mit den Jungs und der Song wird fast komplett gespielt und nicht wie sonst immer nur kurz angeteased und dann abgebrochen und man möchte am liebsten noch weiterhören. Man kriegt ein Gefühl, Bewusstsein wird hier transportiert. Man sitzt mit den Jungs einfach im Auto, singt mit und das zu dieser damaligen Zeit gefühlt. Während ich das hier schreibe, höre ich gerade den Soundtrack dieses Films und jetzt spreche ich ihn gerade ein. Meta, crazy. What? I got bodyguards, I got 2 big cars, but it definitely ain't the way. Tell me down. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in a pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks playing basketball. Ist das etwa die 70er-Jahre-Version von Jean Reno? Nein, 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 Quatsch. Bruce Campbell. Das Ensemble hier ist weitgehend unbekannt. Man kennt sie vielleicht aus kleineren Serien. Nennen könnte man auch Zoe Deutsch, die jetzt in dem Zombieland 2 mitgespielt hat. You gotta be fucking kidding me. Oder Tyler Hoechlin.
Die Charaktere sind eigentlich keine Charaktere, sondern nur Abziehbilder von Klischees. Das ist aber nicht schlimm, umso eher können wir uns in sie hineinversetzen. Für jede Figur ist was da, jeden kennt man irgendwie und war alles in der Jugend nicht auch ein reines Klischee? Wow, Wahnsinn. Aber das tut nicht zur Sache, dass diese Charaktere so einfach sind. Im Gegenteil, umso besser kann man sich in diese Figuren hineinversetzen. Man hat jeden von diesen Typen schon mal gesehen, kennt sie und kann einfach besser mitswingen. Film noch nicht gesehen, es ist sonntags. Ab auf die Couch, Kopfhörer aufsetzen und schauen. Don't stop rocking to the bang, bang, the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat.